Heute ist Pizzatag. Wir sind im Kastenwagen, also gibt's die Pizza aus dem Omja. Gleich geht's los. Moin moin und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Rana on Tour. Ich bin die Heidrun und ich werde heute eine Pizza aus dem Omja backen. Normalerweise zu Hause gibt's selbstgemachte Pizza. Selbstgemachte Pizza mit leckerem italienischen Mehl, richtig mit Hefe angesetzt, einen Tag gehen lassen und dann lecker belegt mit San Marino Tomaten und mit dem Belag unserer Wahl. Aber heute im Kasten greife ich auf industrielle Fertigteigpizza zurück und auf geht's. Was habe ich für Zutaten? Ja, die Packung Fertigteigpizza inklusive Tomatensauce. Ich habe Mozzarella-Käse, geriebenen Gouda und unser Belag ist einmal Prosciutto-Schinken und Salami. Für unsere heutige Pizza verwende ich eine ganz normale, herkömmliche Fertigteigpizza. Und dann haben wir einmal den Teig und einmal die Tomatensauce. Ich rolle den Teig aus. Ich werde die Pizza nachher anschließend auf diese kurze Seite zusammenrollen. Deswegen werde ich jetzt mit der Tomatensauce beginnen und dann den Belag nur etwa drei Viertel befüllen. Als nächstes kommt der Mozzarella auf die Pizza. Den packe ich jetzt aus und schneide in Streifen. Ich belege die Pizza mit dem Mozzarella. Nach dem Mozzarella kommt Schinken und Salami, so wie es jeder mag. In die Mitte lege ich den Prosciutto. Nach dem Prosciutto-Schinken habe ich noch die Salami auf die Pizza getan. Und jetzt kommt noch der geriebene Gouda rauf. Von dieser Packung nehme ich jetzt die Hälfte für innen und die andere Hälfte nachher für oben drauf für die Calzone. Auf den Käse streue ich noch etwas Oregano. Jetzt wird's gleich fummelig. Die Pizza wird aufgerollt und sie muss in den Omja rein. Ihr seid dabei. Sie wird jetzt hier längs aufgerollt. Und jetzt seht ihr schon, warum ich das nur drei Viertel gepackt habe. Weil das auch genug ist. Das war noch einfach und jetzt kommt die Challenge rein in den Omja. Dabei ziehe ich die Pizza etwas, damit sie in der Länge etwas größer wird und den ganzen Omja ausfüllt. Oh, das ist ein kleines Schwärmerei. Jetzt wird die Pizza hier der Omja-Backform angeglichen. Das ist ausreichend. Jetzt kommt noch der letzte Käse auf die Pizza. So sieht die Pizza fertig belegt im Omja aus. Und jetzt kommt der Omja nur noch auf den Herd und ich melde mich, wenn es soweit ist. Die Zeit ist um. Schauen wir mal, wie die Pizza aussieht. Ja, das sieht gut aus. Die Pizza war jetzt
genau eine halbe Stunde auf dem Herd, eine Viertelstunde auf voller Flamme und eine weitere Viertelstunde auf halber Flamme. Und jetzt kommt sie raus aus dem Omja. Das wird natürlich auch wieder ein bisschen knifflig. Rauf auf die Teller und dann rein in den Bauch. Jetzt geht's der Pizza an den Kragen. So, jetzt hier die Mittelstelle. Und? Sieht doch gut aus. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ach so, Thomas will auch noch die andere Hälfte haben. Oder das erste Viertel. Wir melden uns hinterher. Das war sie, die Pizza Calzone aus dem Omja. Wir sind gut satt geworden, zu zweit war das eine ordentliche Menge. Ihr habt ja gesehen, war genügend Belag und genügend Käse drauf. Ja, uns hat's gefallen. Wenn euch mein Pizza-Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, schreibt was in die Kommentare und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr nichts von unseren nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß bei eurem Pizzatag. Bis demnächst. Tschüss.